Heute möchte ich dir den Akupunkturpunkt Dickdarm 4 vorstellen, sowie seinen direkten Nachbarn, den Wunderknochen. Dickdarm 4 und der Wunderknochen Lingu befinden sich hier an der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger und ich zeige auch gleich noch, wie du den genauer findest. Aber zuerst mal, für was kann man den Punkt gut einsetzen? Wie jeder Akupunkturpunkt kann auch Dickdarm 4 bei einer Vielzahl an Beschwerden eingesetzt werden und ich verwende ihn vor allem gerne für Stirnkopfschmerzen und Rückenschmerzen, das heißt vor allem im unteren Rücken. Dickdarm 4 ist auch als Meisterpunkt des Gesichts bekannt, das heißt ihr könnt prinzipiell alles, was sich hier oben befindet, Stirn, Augen, Nase, Nebenhöhlen und die Zähne irgendwie mit diesem Punkt beeinflussen. Die Frage ist nur, ist es für euer Problem der richtige Punkt? Wenn ja, dann habt ihr Glück gehabt und es geht euch hoffentlich besser nach der Anwendung. Wenn nicht, muss man entweder einen anderen Punkt suchen oder braucht ganz einfach eine andere Methode. Das heißt, bevor ihr großartig selbst behandelt, auf jeden Fall immer den Arzt mal fragen, was er dazu sagt, oder einen anderen Therapeuten aufsuchen. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie du den Punkt finden kannst. Der Punkt ist an der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger und zwar direkt neben dem Mittelhandknochen. Besser sehen kannst du das, wenn ich dir die Skeletthand zeige. Wir haben hier den Daumen, hier den Zeigefinger und wenn ihr hier an dem Mittelhandknochen entlang tastet, ins Gewebe rein, etwa in der Mitte des Knochens, dort ist Dickdarm 4. Wenn du dann weiter runter wanderst, hier in diese Kuhle rein, wo sich Daumen- und Zeigefingerknochen treffen, dort ist Lingu, der Wunderknochen. Es gibt noch eine einfache Methode an der echten Hand, wenn du hier den Daumen anlegst, dann siehst du, wie sich hier so eine Kuhle, ein Hügel bildet. Und auf dem höchsten Punkt, dort ist Dickdarm 4. Von da aus brauchst du dann einfach nur noch runter zu wandern, um den Wunderknochen zu finden. Okay, ich hoffe, du konntest den Punkt gut lokalisieren und vielleicht tut er bei dir auch weh bei Druck. Das ist schon das erste Zeichen, dass dieser Punkt hilfreich sein könnte. Man nennt es einen Aschi-Punkt und generell zeigt ein schmerzhaftes Gewebe an, dass dort eine Störung vorliegt, entweder lokal oder auch an anderen Stellen, so wie wir das hier jetzt verwenden, weil die Akupunktur kann oder Akupressur kann nicht nur lokal angewendet werden, sondern eben auch für ferne Bereiche. Das heißt, wir können den Fuß behandeln, um Kopfschmerzen zu lindern. Das heißt, wenn du an Kopfschmerzen, vor allem Stirnkopfschmerzen leidest oder Rückenschmerzen hast im unteren Rücken, dann tastest du den Bereich ab und zwar auf der Gegenseite. Ja, das ist meistens viel effektiver. Wenn also dein rechter Rücken wehtut, benutzt du die linke Hand. Wenn links dein Kopf oder dein Auge wehtut, benutze die rechte Hand. Tastest also diesen Bereich ab zwischen Dickdarm 4 und Lingu, dem Wunderknochen, und nimmst dir dann den schmerzhaftesten Punkt für die Behandlung vor. Wie wird jetzt behandelt? Du hast den schmerzhaftesten Punkt gefunden und drückst dort ins Gewebe rein. Es sollte nicht so schmerzhaft sein, dass du vom Sofa springst, sondern so, dass du es noch gut aushalten kannst. Dabei immer schön atmen und den Punkt für 30 bis 60 Sekunden gedrückt halten, Minimum. Und was dann passiert oder passieren sollte, ist, dass zum einen dein Grundschmerz nachlässt, also Kopf oder Rücken, und aber auch, dass dieser Punkt selber nicht mehr so empfindlich ist. Das ist ein gutes Zeichen, vor allem natürlich, wenn dein Grundschmerz nachlässt. Und dann kannst du das eben so lange weitermachen, bis es dir besser geht. Wenn dieser Punkt nach 30 Sekunden bis 60 Sekunden keine Wirkung zeigt, hast du meiner Meinung nach den falschen Punkt dafür oder du brauchst einfach eine andere Behandlung.
Ja, Akupunktur bzw. Akupressur sollte meiner Erfahrung nach sehr schnell wirken. Das heißt, man braucht sich auch nichts einzubilden. Entweder der Punkt wirkt oder das Ganze bringt einfach nichts. Ja? Wenn der Punkt bei dir funktioniert, dann kannst du den so häufig einsetzen, wie du magst. Aber natürlich immer schön zum Arzt gehen oder zum Therapeuten, um gegebenenfalls eine schlimmere Problematik auszuschließen. Für den Hausgebrauch ist es aber eine super Sache, weil es einfach so schnell wirken kann. Noch ein kleiner Tipp für die Anwendung bei Rückenschmerzen. Während du den Punkt gedrückt hältst oder auch ein bisschen massierst, kannst du deinen Rücken bewegen, ein bisschen das Becken kreisen oder vor und zurück. Das hilft nochmal, die Durchblutung am Ort des Schmerzes selber zu verbessern und verbessert einfach die Wirkung der Akupressur. Ich hoffe, dass du mit dem Video was anfangen konntest und wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren an dir selber oder an deinen Lieben. Und für Rückmeldungen und Anregungen kannst du mich jederzeit anschreiben.